Ein winterliches Ungeheuer. Die Tage auf dem Arfenhübeli sind immer kürzer und kälter. Und wenn Katzratzfatz einen Winterjob hatte, dann hat es ihn auch ein Gitze vorgenommen. Die letzte Nacht hat es Schneeflocken wie Lindtücher gegeben. Als Katzratzfatz am Morgen aufgestanden ist, ist sie aus dem Staunen fast nicht mehr rausgekommen. Alles ist unter einer weissen Decke versteckt. Und wie das funkelt und glitzert, wenn die Sonne reinscheint. Mir heisst doch einfach schön da auf dem Arfenhübeli. Ein lauter Geiss hinter dem Haus lässt Katzratzfatz hören. Im gestreckten Galopp sieht sie die Geissgerharda in Richtung Stall springen. Was hat euch die so gesprengt? Denkt Katzratzfatz. Aber wo sie selber Augenschein nehmen will, hinter dem Haus, kommt ihr schon der Nächste entgegen. Der Kleus, der Schweizer Schäckküngel, kumpelt ganz verstört um eine Ecke. Katzratzfatz, Katzratzfatz, gut kommst du. Da hinten steht das Ungeheuer. Gross ist es, mit einem dicken Bauch und stecken dünne Ärmel. Und einen schwarzen Hut hat es an. Und stell dir vor, eine spitzige, lange Nase. Du, also da wird so der Katzratzfatz fast ein bisschen geschmuch. Ja, da gehen wir vielleicht gescheiter noch grad das Kräsi holen. Das ist die grösste und die hat auch noch Hörner, wenn wir uns wehren müssten, meint sie. Schon gleich hört man die Tiere vom Arfenhübeli zusammen diskutieren und wehrweisen, was sie auch machen sollen. Am besten wär's, wir würden das Ungeheuer einfahren, meint der Hans Heinrich. Genau, wir hätten noch ein Netz im Hühnerhütli, meint Glucker Gloria. Der Kleus würde sogar freiwillig seinen Küngelstall zur Verfügung stellen, bis der Dorfpolizist da wäre. Meint Katzratzfatz. Aber wenn es dem Mordio stark ist? Die Geissgerharda zittert schon wieder bis in die Hornspitzen raus. Also mir wär's der liebst, wir würden das Ungeheuer verjagen. Hat eigentlich niemand einen Steinschleuder oder einen Kübel Wasser? Ja, oder müssen wir echt gleich den Bauer rausholen? Meint du auch noch zu Kresi. Aber für das hat sie halt auch niemand dafür. Schlussendlich siehst du dir nachher in einer Kolonne in Garten düsseln. Allen voran zu Kresi. So seid doch jetzt auch einmal ruhig. Genau. Das war mein Fuss gewesen. Pass auf. Vielleicht wartet sie ja schon auf uns. Aber je näher dass sie dem Ungeheuer kommen, desto lauter fängt das Kresi an zu lachen. Du, das gibt's ja nicht. Wollt ihr mir sagen, dir heige die Angst vor einem vor einem Schneemann? Tatsächlich. Zmitz auf der Matte steht der Schneemann. Drei grosse Kugeln Schnee aufeinander, einen schwarzen Hut hat er an, zwei Äste aus Arm und, ja richtig, ein längs Rüebli aus Nase. Gerharda! Nein, Kleus! Gestern waren nämlich die Grosskinder von der Büri wieder einst zu Visite und hatten auch Freude an diesem schönen Schnee. Er
Erleichtert und übermütig gibt es bald eine Schneeballschlacht und die Tiere vom Arfenhübeli trohlen im Schnee umeinander, bis die Sonne untergeht. Und dass der Schneemann nicht so allein hinter dem Haus auf den Frühling muss warten, wird ihm noch eine rechte Schneefrau an die Seite bauen. Thank you.